начинается! Ja, willkommen zurück zu World of Warships. Ich bin heute die S1, das russische U-Boot auf Stufe 6. Ist tatsächlich irgendwie, kommt es nur so vor, ist das irgendwie viel kleiner als die anderen zwei. Also das amerikanische U-Boot ist echt verdammt groß irgendwie. Ich glaube, wenn das Schiff wirklich kleiner sein sollte, spielt uns das eher in die Hände. Denn dann sind wir noch gleich ein schweres Treffen und das ist eigentlich ganz gut, oder nicht? Würde ich mal meinen. Oh, Schnieke aus. Die haben schon echt geil aus. Weiß nicht, aber wenn die Stufe 6er U-Boote schon so geil aussehen, also ich bin schon gespannt, wie die Stufe 10er aussehen werden und so. Stufe 8er und so. Und 9er und ich weiß nicht, soll es wie bei Flugzeugträgern auch 7er, also soll es nur 6er und 8er und 10er und so geben oder soll es auch 7er geben? Oder machen die das wie bei den Flugzeugträgern? Das kann natürlich sein. Würde mich nicht wundern, aber was weiß ich, keine Ahnung. Hoffe auf jeden Fall, dass ja immer noch Änderungen kommen, denn ja. Brauchen mehr Konter gegen sowas. Wir haben nur S1, ne, U-Boote? Die Feinde haben noch zwei deutsche U-Boote. Ja. Und wir haben eine gute Reichweite, 8,7 mit den Torpedos, ist gut. Wie viel Schaden machen wir? 8200. Boah, ja. Da war das mit dem anderen Schiff mehr. U-Boot, mein Gott. Wir haben jetzt einen Heal dabei, merke ich gerade, ne? Wir haben gar keinen Motorboost oder so mehr. Das kommt mir echt voll winzig vor, ey. Mein Gott. Oh, da ist schon. Торпеды за кормой. Und tschüss. Die sind echt. Die sind echt schwer zu treffen, wenn es ein Zerstörer ist. Ey, die sind so scheiße schnell und flink, ey. Okay, hier sind nur Zerstörer bei mir in der Nähe, das ist doch echt ätzend. Verlassen Sie die UAW-Zone. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber ist mir egal. Oh mein Mann, ich merke ja jetzt erst, dass man hinten auch sieht, wenn man seinen Ruder bewegt. Das ist ja geil. Okay, das wusste ich nicht. Wow. Ich folge mal unserem U-Boot-Kollegen da hinten. Denn. Ja, gut. Ich finde es cool, dass man auch irgendwie. Ich könnte jetzt auch komplett hoch auftauchen. Dass man wirklich komplett alles sieht von mir. Ich finde es cool, dass man wirklich gedrückt halten muss. Und dann, wenn man genug hat, kann man jetzt einfach hier stehen bleiben. Und dann bleibt man halt so. Oh, Scheiße. Sagt er, während er die ganze Zeit. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Неполадки устранены. Okay, ich find's schon, auch wenn es jetzt, auch wenn die U-Boote eh schon so krass sind, finde ich es trotzdem echt übertrieben, wie viel Range diese scheiß Wasserbomben haben, ganz ehrlich.
Ich hoffe, ich treffe jetzt nicht meinen Mate. Torpede прямо по курсу. Ja, wenn ich so tief bin, sollte er mich eigentlich nicht treffen können, ne? Ich treffe ihn aber. Wir haben halt nur Torpedos vorne und hinten. Das ist schon ein bisschen ätzend. Ach, das ist ein Botfeld, wenn wir da drauf haben wollen. Alles klar, ich dachte gerade. Der auch immer jetzt voll Speed reinfährt hier. Ich habe noch nichts gemacht. Oh, ein Feind. Getroffen, ja! Yeah. Wo bist du, Kollege? Huh? Ich glaube nicht, dass die zwei Torpedos treffen werden. Nee, nee, mein Freund. Ramming Speed! Kann ich ihn einmal jetzt torpedieren? Nee, treff nicht. Oh, boom, Alter! Wiedersehen! Schade, ich wollte ihn noch treffen vorher, aber ist auch scheißegal. Wir haben ihn so gekillt. Kill ihn! Schnell, sonst tötet er mich! Er will mir meine Wäsche! Oh. Gott sei's gedankt, ey! Hat er mir meinen Arsch gerettet?
Wir müssen schnell da oben auftauchen. Na, das Schiff ist geil, man kann sich reparieren, das hat schon einen Vorteil, muss man sagen. Dass man jetzt mit Vollspeed hier in die Oberfläche. Das unter Wasser ist schon geil, auch wie die Sonnenstrahlen dann durch die Decke, durch die Wasseroberfläche durchkommen, ist schon cool. Safe tot. Das ist ein Bot, ja. Ich glaube, der ist tot. Oh, doch nicht. Oh shit, er ist tot. Nee. Zwei Zitadellen habe ich so gemacht. Ich dachte, die waren nicht mehr angepeilt, egal. Okay, jetzt bist du da mal ein kleiner Nürnberg-Freund, aber ich glaube, bevor ich überhaupt in seine Nähe komme mit den Torpedos, ist er schon tot, weil wir haben Mates und er nicht. Kann reinkämpfen, einfahren und campen, ne? Ich meine, hey, warum denn nicht? Muss sagen, aber es ist schon schwer, mit dem Schiff echt viel Schaden zu machen. Da muss man schon echt irgendwie immer perfekt da sein, wo auch wirklich viele Schlachtschiffe sind, aber es gibt halt nicht viele Schlachtschiffe, die man hier abschießen kann, leider. Ich muss erstmal viel näher dran kommen, wenn ich den wirklich killen möchte. Oh, habe ich Kanonen? Los, schieß! 100 HP, Mann! Ach, Mann. Ja, ich deck ihn auf, komm. Los, tötet ihn! Schneckt euch den Kill. Treffe ich dich damit, dann bist du tot. Ja, ich habe deinen Arsch getroffen. Doch nicht. Na, jetzt tot. Jetzt sind nochmal wegbewegt, ey. Banose. Ich muss sagen, es ist immer wieder lustig, dieses Schiff zu spielen, diese U-Boote zu spielen, aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also es macht Spaß, aber es ist halt auch, also gegen Zerstörer hat man wirklich gar keine Chance, da wird man richtig halt easy weggefickt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn die wirklich so rauskommen sollte, alles wie es jetzt ist, dann wird keine Sau mehr Schlachtschiff oder schwere Kreuzer spielen, nur noch leichte oder Zerstörer. Noch leichte Kreuzer oder Zerstörer und halt U-Boote und dann wird es auch irgendwann keine U-Boote mehr spielen, weil halt jeder dann nur noch Zerstörer und leichte Kreuzer spielt und die Zerstörer haben dann keinen Bock mehr und dann ja, kommt das wieder mit den Schlachtschiffen wahrscheinlich, weil keine Sau da spielt. Ja, und dann fängt es wieder von vorne an. Und haben gemerkt, oh, jetzt spielen wieder viele Leute Schlachtschiffe und schwere Kreuzer, jetzt spielen wieder U-Boote. Und dann geht's wieder damit, dass das wieder... Ja, okay. Könnte so sein, könnte auch nicht so sein, ich... Ich hab keine Ahnung. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das dann entwickeln wird. Ich hoffe, die kriegen das noch irgendwie hin, dass es dann nicht zwingend so ist, dass man dann direkt als Schlachtschiff übelst gefickt ist gegen sowas. Weil das macht dann einfach keinen Spaß mehr, das Spiel, weil hat sich in den letzten Jahren so krass verändert und in manchen Hinsicht fand ich es gut, in manchen Hinsicht war es einfach nur scheiße. Ja, weil da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, ansonsten war es von diesem Video, hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.